Morgen, wir haben Donnerstag. Ich habe gestern erst gevloggt, aber ich habe richtig Lust, euch mitzunehmen und das mache ich jetzt einfach. Ja, ich habe schon trainiert. Ich mache mich gleich fertig. Und dann habe ich vor, die Sonne ein bisschen zu genießen, ein bisschen Fahrrad fahren zu gehen, den Kopf frei zu kriegen und mir noch was beim Bäcker mitzunehmen. Aber auch meinen Buchhaltungsordner, weil ich muss unbedingt die Buchhaltung von meinem Online-Shop noch fertig machen. Ja, es sind jetzt schon wieder 3,5 Monate das letzte Mal. Also zuletzt habe ich Ende Dezember Abschluss gemacht oder Anfang Januar. Und es hat sich schon wieder einiges angesammelt. Aber ich habe letztens schon angefangen gehabt. Ich muss mir immer erst die Bestellnummer aufschreiben und so weiter. Und dann bin ich halt, ich habe zwei verschiedene Konten dafür. Einmal für Überweisungen, einmal für PayPal eben. Und wenn man bei PayPal dann 2, 3 Beträge auf einmal abbucht, dann kommt dieser Betrag im Ganzen eben aufs Konto. Und dann muss ich erstmal rausfiltern, was da jetzt, also wer bezahlt hat und welchen Betrag. Und das war letztes Mal ein bisschen schwierig und da hatte ich keinen Bock mehr. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das rausfinden soll, weil das war irgendwie so ein Durcheinander. Das war nicht nur einmal halt, weil da kann man es noch ganz gut rausfinden, sondern mehrfach hintereinander. Und dann ja, schaltet mein Hirn auch irgendwie ab. Ich muss mal gucken, ob ich auf PayPal auf der Seite direkt irgendwie da was finde, keine Ahnung, mal gucken. Auf jeden Fall nehme ich den Ordner auch mit, dann erledige ich das Ganze draußen. Das ist ganz cool am Selbstständigsein, da kann man machen, was man will, wo man will, wann man möchte, mehr oder weniger. Ja, auf jeden Fall habe ich das jetzt vor, aber jetzt werde ich mich erstmal richten und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Übrigens ist die Maus wieder im Kindergarten heute, deswegen kann ich überhaupt meinen Morgen jetzt so gestalten. Ja, ich habe euch im letzten Vlog ja erzählt, dass sie schon wieder daheim war, die arme Maus. Und Lucia hat sie vorhin hingebracht in den Kindergarten. Und meinte dann, dass sie wieder ziemlich weinerlich drauf war, als er gehen musste. Oh Gott, ich hoffe, dass da nicht wieder so eine Phase jetzt anfängt. Ja, mal gucken. Vielleicht ist es halt einfach wirklich nur, weil sie jetzt immer mal wieder nicht da war. Und ich weiß auch nicht, sich halt wieder dran gewöhnen muss. Keine Ahnung, aber eigentlich heute Morgen hatte sie sich so drauf gefreut. Und die letzten Tage hat sie auch immer gefragt oder gesagt, sie möchte in den Kindergarten. Naja, mal schauen. Ich lade jetzt auf jeden Fall hier die Kamera auf und richte mich. So, inzwischen haben wir schon 22:30. Ich habe aber zwei Videos fertig gemacht und hochgeladen. Habe hier dieses Nummergedöns rausgefunden. Es war dann letztendlich doch nicht so schwer, wie ich dachte. Ich weiß nicht, ich hatte gestern irgendwie eine falsche Seite offen. Naja, auf jeden Fall habe ich die Nummern schon mal aufgeschrieben, aber die Rechnungen muss ich halt jetzt alle noch schreiben. So, das packe ich mir jetzt ein. Da brauche ich jetzt eine Tüte und dann gehe ich los. Ich weiß gar nicht, ob der Bäcker jetzt noch was zu essen hat. Ich hoffe mal, ansonsten wenigstens irgendwas Süßes oder so. Boah, ich liebe ja, ich bin so verrückt seit der Schwangerschaft nach diesen Käsebrötchen. Also einfach normales Brötchen mit Käse überbacken. Oh, aber der hat die so selten. Aber wenn, dann freue ich mich immer ganz doll. Vielleicht gibt es ja noch sowas. Mal schauen. Ja, ich packe jetzt meine Sachen zusammen. Denke ich erst zum Bäcker, dann hole ich das Fahrrad hoch und dann werde ich mal ein bisschen an den Rhein fahren. Ich habe jetzt noch, ja, ich habe noch so 2 Stunden, bis ich die Maus holen muss. Also, das passt. Dann kümmere ich mich noch um die Buchhaltung und genieße einfach so ein bisschen den Ausblick und das Wetter. Das ist ganz schön, das habe ich schon so lange nicht gemacht. Und die Schwänchen, die sind auch echt süß. Die wollen die ganze Zeit was zu essen, aber man darf ja nicht füttern.
den Wirbelwind eben vom Kindergarten abgeholt. Wir haben jetzt 14:45. Ich war davor so eine halbe Stunde noch daheim. Und so wie ich aussehe, so geht es mir auch. Also von jetzt auf gleich total unmotiviert, richtig, richtig müde. Ich könnte eigentlich gerade ein paar Stunden schlafen, aber das geht natürlich nicht. Uff, manchmal frage ich mich schon, wie das werden soll, wenn das Hübchen erstmal da ist. Ist die Flasche schon leer? Ich habe die doch gerade erst aufgefüllt. Hast du schon leer getrunken? Ja. Echt? Magst du noch was? Ich habe noch was drin. Ja, da ist noch was drin. So schnell geht das doch gar nicht. Wir machen jetzt mal das Essen warm von gestern. Da haben wir noch genug übrig. Und dann gehen wir auf den Balkon. Ein bisschen das Wetter genießen. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Was machst du? Ja, du musst darüber. Ja, so, ne? was soll ich denn jetzt sagen? Dass die im Kindergarten heute ganz, ganz viel draußen waren. Ich glaube von 12 ab. Dann kurz eine Pause mit Essen eben. Dann waren sie aber wieder draußen. Ja, total schön. Du auch? Ja? Ist doch so warm. Du warst doch im Kindergarten auch so draußen. Nee, das war auch kalt. Das war auch kalt. War auch kalt? Ja. War ja. Ich bleib noch mal hier. Milena hat ein Freundebuch mit nach Hause bekommen. Das füllen wir jetzt fleißig aus. Mit der Rot schreibt die Mama mal, okay? Ich. Wie heißt du denn? Milena. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Blue. Blue? Ja. Blau. Blau, was malst du schönes für ein Bild? Ein Ball. Ein Ball. So Happy Bestie Augen. Ein Mund. Ui, ein Gesicht, das ist ja süß. Ich mach noch Mama so ein Auge. Unsere Brühe sieht inzwischen übrigens so aus. Der Ofen ist immer noch warm. Wir haben den gestern, glaube ich, 2 Stunden angehabt, aber dann natürlich über Nacht ausgemacht. Und das Ganze muss ja 6 bis 8 Stunden trocknen. Teilweise sind die Stellen so dick gewesen, dass das halt eben noch nicht ganz trocken ist. Deswegen läuft er immer noch. Das sieht jetzt auch nicht gerade so appetitlich aus, ich weiß. Aber das ist ganz lecker. War auf jeden Fall richtig lecker und ich bin mal gespannt, wie es dann im trockenen Zustand ist, wenn wir es halt dann kochen. Ich sitze gerade auf der Arbeit und dachte mir, ich lasse euch mal so ein bisschen an meinen Gedanken teilhaben. Wir haben tatsächlich dann vorhin ein bisschen geschlafen. Als ich dann gegangen bin, hat die Maus geweint, was mir natürlich mein Mamaherz zerreißt. Ich weiß auch nicht, ich mache mir ein bisschen Gedanken über die Zukunft, habe ein bisschen Respekt, vielleicht auch Angst davor. Ja, man kann sich es noch nicht vorstellen, wie es ist, wenn dann 2 Mäuse auf einmal da sind, aber man macht sich so seine Gedanken. Ich hatte das vorher gar nicht vor der Schwangerschaft, aber jetzt umso mehr. Ich habe so das Gefühl, dass ich jetzt schon Milena nicht richtig gerecht werde, aber nur weil ich komplett müde bin auf einmal und ich das halt einfach nicht steuern kann. Ich kann nicht sagen, komm, nimmst jetzt irgendwas und bleibst wach oder so. Klar, irgendwie kann man sich da durchboxen, aber wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt schlafen, dann braucht mein Körper das halt auch. Ja, ich bin froh, dass sie da so gut mitmacht und sich dann auch mit hinlegt und so. Ich weiß aber zum Beispiel jetzt nicht, wieso sie vorhin dann angefangen hat zu weinen. Das war auch bisher noch nicht so. Ich habe Angst, dass sie sich jetzt schon vernachlässigt fühlt. Ich dachte immer, man kriegt das schon irgendwie hin, denke ich auch jetzt, aber ich weiß nicht, ich mache mir so die Gedanken und dann stehen da ja noch ein paar Wochen an, wo Lucia halt weg muss und der Bauch wird immer größer und ich weiß nicht, wie das sich entwickelt, wie es mir gehen wird und ob ich das packe, einfach allein zu sein mit Milena und einer Murmel. Ja. Naja. Ich weiß nicht, man muss es auf sich zukommen lassen, aber gerade geht es mir irgendwie ganz komisch.
Aber ich glaube, dass solche Gedanken, die kennen viele, denke ich. Ich denke nicht, dass ich damit allein bin. Irgendwie habe ich da was, was mich juckt. Naja, ich muss mich jetzt ein bisschen ranhalten, weil ich zwischen, oder man als Schwangere zwischen 20 und 6 Uhr, Beschäftigungsverbot hat. Ja, und ich habe irgendwie so ein bisschen an Luchi vorbeigesprochen. Beziehungsweise wir haben noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Ich weiß das auch erst seit Dienstag, da musste ich das unterschreiben. Erzähle ich euch aber nochmal genauer dann im Schwangerschaftsupdate auch. Ja, er war ja nicht da und dann irgendwie ist ein bisschen untergegangen. Ja, und der Donnerstag ist halt blöd, weil das ist halt sein langer Tag quasi. Wobei das auch nicht mehr fest ist, also es ist immer irgendwann irgendwas, wo er länger weg ist und oh, ich weiß auch nicht, das nervt mich langsam, dass man sich da nicht verlassen kann. Das ist, heißt halt, ich kann auch nicht irgendwie einen anderen Tag mir setzen, weil dann da genauso irgendwas sein kann, dass er später kommt. Das ist halt, ich weiß auch nicht, seit der neuen Stelle ist alles durcheinander und ach, ich weiß auch nicht. Naja. Ja, jetzt weiß ich auch nicht, was passiert, wenn ich länger bleibe. Beschäftigungsverbot hört sich schon so böse an. Ich habe keine Ahnung. Aber heute muss ich auf jeden Fall, also ich muss mich jetzt dran halten. Aber ein bisschen länger werde ich auf jeden Fall bleiben müssen. Aber ich denke, da wird jetzt nichts groß passieren. Wenn halt was passiert, mir selber, da bin ich halt einfach nicht geschützt. Davon gehe ich jetzt mal aus. Keine Ahnung. Naja, wird auch jetzt nur das einzige Mal sein. Ja. Ja, so viel zu meinen Gedanken. Ich mache jetzt hier weiter und ich melde mich später nochmal. So, Feierabend, Abmarsch nach Hause und Wochenende. Ich muss gleich noch schnell Geld holen, weil wir noch eine Pizza bestellen. Bei uns in der Pizzeria ist heute Pizzatag. Ich glaube, die Pizza kostet gleich viel, aber es gibt halt einen kleinen Salat dazu. Beziehungsweise, ist gerade irgendwas über die Straße gerannt. Ein Salatblatt mit einer Gurke, Gurkenscheibe und einem Tomatenstückchen. Aber die Soße ist so lecker. Ich liebe den Salat. Und ja, ab und zu bestellen wir mal was. Und heute kann ich den Eintopf sowieso nicht mehr sehen. Ich denke, Luchi hat den eh leer gemacht. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr, noch irgendwas zu kochen. Deswegen gibt es halt mal Pizza und das ist auch ganz gut jetzt für meine Nerven. Okay, ich habe heute 1,5 Gurkenscheiben, dafür aber 1/2 Tomate. Und ich habe nur die Hälfte von der Pizza geschafft. Nach dem tollen, leckeren Essen für die Seele geht es mir schon viel, viel besser. Ich mache mich jetzt auch gleich ab ins Bett und wollte mich jetzt auch nur noch verabschieden. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat, auch mit meinem komischen Blabla drin. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.